Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur zweiten Sendung «Best of Swiss Gastro bewegt» in diesem noch jungen Jahr. Wir werfen das Auge darauf, was 2016 in der Kulinarik für Trends gesetzt werden. Drei spannende stellen wir Ihnen heute vor. Trend zum Ersten. Wie junge Spitzenköche wie Nenad Mlinarević und Fabian Fuchs in der Küche neue Maßstäbe setzen. Trend zum Zweiten. Warum Jürgen Leonhardsberger überzeugt ist, dass Schweizer Küchen auf den Knödel kommen sollten. Trend zum Dritten. Wie der 26-jährige Tobias Hösli die vegane Ernährung in der Spitzenküche etablieren will. Eine Sendung, wo der Trend in der Gastronomie nachgeht, fängt mit dem Koch vom Jahr eigentlich schon gut an. Go Mio hat den Titel am 35-jährigen Nenad Mlinarević verliehen. An einem ganz speziellen Abend haben wir dem Koch in die Pfanne geschaut. Er ist nämlich ausnahmsweise bei seinem ehemaligen Sous-Chef am Herd gestanden. Der Fabian Fuchs hat sich mittlerweile selber seine 15 Go Mio Punkte erkocht. Eng befreundet sind die beiden aber heute noch. Das Restaurant Ecce Table im Zürcher Kreis 4. Hier wird auf höchstem Niveau gekocht, besonders heute. Am Herd steht nicht nur Küchenchef Fabian Fuchs, sondern auch Nenad Mlinarević. Der kocht eigentlich im Parkhotel Fitznau. Zwei Freunde, zwei Gourmet-Köche. Sie setzen Trends am Herd, auch wenn das gar nicht das Ziel ist. Ich glaube, man soll einfach das machen, wovon man überzeugt ist und eine Linie fahren, was für einen stimmt. So auf jeden Fall. Ich glaube, machen wir es beide und nicht so viel schauen, was könnte echt den Leuten draußen noch gefallen, sondern seine eigene Philosophie oder sein Denken versuchen, unseren Gästen, die kommen, rüberzubringen. Unabhängig von vermeintlichen Trends stehen beide für Nachhaltigkeit in der Küche. Gekocht wird mit Produkten aus der Region. Im Optimalfall vom Bauernhof direkt in die Pfanne. Die Gründe naheliegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben natürlich einfach viel mehr Kontrolle darüber. Mein Bauer, der 5 Minuten weit weg von mir entfernt ist. Und wenn ich am Morgen auf den Hof gehe und das Gemüse selber hole und einfach sehe und weiss, wie er damit arbeitet und wie sich das Ganze entwickelt, dann ist es ein ganz anderer Bezug und es ist viel zugänglicher, oder? Und man hat einfach Kontrolle darüber. Die Zusammenarbeit der zwei Spitzenköche ist eine Rückkehr zu den gemeinsamen Wurzeln. Fabian Fuchs war lange Zeit Sous-Chef von Nenad Mlinarević. Wer ist heute Abend der Chef? Fabian. Immer noch er. Nein, der Fabian ist der Chef. Nein, also er ist für mich... ich bin nicht nur Sous-Chef von ihm, ich kenne ihn seit meinem ersten Tag in der Lehre. Also er ist von Anfang an, seit ich ihn kenne, eigentlich immer mein Chef sozusagen gewesen. Hey, wir verstehen uns extrem gut, wenn man so ähnlich tickt, so die ähnliche Philosophie hat. Wir machen das mit sehr viel Leidenschaft. Es ist kein Müssen, es ist ein Willen. Wir wollen ja, gutes Essen machen, feines Essen, wenn die Gäste happy machen. Die zwei gemeinsam in der Küche. Das garantiert ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Heute zaubern sie ein 6-Gang-Menü Surprise. Zwei absolute Vorreiter von der neuen Regionalküche. Nicht von der Schweizer Küche, sondern von der neuen Regionalküche, weil halt, die Werte, die wir in der Schweiz haben, kulinarische Werte, Biodiversität, die grossartigen Produkte, die wir haben, wirklich so umsetzen, wie man es umsetzen kann, mit grossem Können, riesen Talent und einer riesen Neugier. Nenad Mlinarević und Fabian Fuchs, beide haben das Potenzial für eine ganz große Karriere. Heute stehen sie mit Sous-Chef Julian zusammen zu dritt in der kleinen Küche. Auf ca. 6 Quadratmetern. Von wegen, zu viele Köche verderben den Brei. Nein, wie man sieht, es ist jetzt das erste Mal in dieser Konstellation, aber es ist relativ gut gegangen. Ich glaube, wir sind alle sehr dynamisch und können da noch auseinander vorbeischlängeln. Es war kuschelig heute Abend. Aber es hat super geklappt. Ich glaube, wir haben einen neuen Ecce Table Rekord mit Hauptgängen gehabt. 9:00 alle Hauptgänge draußen. Volles Haus. Nenad Mlinarević und Fabian Fuchs, zwei Namen, die man sich merken sollte. Zumindest, wenn man Freude an gutem Essen hat.
Wir Schweizer haben das Glück, dass unsere Gastroszene mehr als nur Rösti oder Biechermüsli bietet. Diese Gerichte können natürlich auch sehr schmackhaft sein. Aber gleich ist es schön, auch international zu essen. Bei uns gibt es alles, oder? Fast alles. Der Jürgen Leonardsberger findet nämlich, ein Produkt käme viel zu kurz. Und genau das will er ändern. Am Zürichsee steht dieses kleine Unternehmen, die Knödel Factory. Gegründet und geführt von Jürgen Leonardsberger. Seine Mission, den Knödel in der Schweiz als festes Bestandteil der Küchenkultur etablieren. Meine Wurzeln sind ursprünglich aus Österreich, mein Vater ist aus Zell am See. Und wir haben als Kind immer Knödel gegessen. Also wir haben, wo wir in Österreich waren, immer hat die Oma Knödel gemacht und das ist meine Kindheit. Und wenn man dann irgendwann mal so 40 war und als Manager immer im Büro sitzt und nur noch sitzt, dann kommt halt irgendwann die Frage, ist es das wirklich gewesen? Willst du die 20 Jahre, die du noch vor dir hast, so verbringen? Und ich habe gespürt, dass ich immer schon Unternehmer sein wollte. Und dann plötzlich ist die Idee gekommen, warum nicht Knödel? Weil es gibt in der Schweiz niemanden, der die herstellt. Man kommt sie praktisch nie über, aber trotzdem haben sie alle gern. Jürgen Leonardsberger glaubt an den Knödel, an seine Knödel. Die gehören auf jede Menükarte. Als Apero-Häppchen, zur Vorspeisensuppe, als klassische Beilage für ein Wildgericht oder in süßer Form als Nachspeise. Was man hier sieht, ist jetzt der Apero-Knödel, den man auch im Steamer machen kann und dann mit dem Zahnstocher essen kann. Und dann haben wir natürlich auch die Beilagengrösse 80 Gramm und Hauptspeise 160 Gramm. Und dann haben wir vom klassischen Semmelknödel, Speckknödel, Käseknödel, Gemüseknödel, Spinatknödel haben wir dann auch die süßen Zwetschgenknödel, Marillenknödel, wir haben auch Nutellaknödel. Und wir sind natürlich immer sehr offen für neue Kreationen. Kurzerhand hat er seine Garage ausgebaut und die Produktion darin zusehends professionalisiert. Reine Handarbeit ist bei der großen Nachfrage nicht mehr möglich. Wir haben die ersten 20'000 Knödel wirklich alle von Hand gedrillt und auf die Waage gelegt. Aber jetzt mit der Nachfrage haben wir uns müssen überlegen, dort effizienter zu werden. Und dann haben wir uns den Portionierer zugetan, wo es genau zum Beispiel jetzt hier 20-grammige Knödel rauslässt. Aber wie man sieht, ich nehme gleich jeden einzelnen in die Hand. Ich muss den Teig von Hand machen. Es ist schon, ich würde sagen, 90-95% ist Handarbeit. Die ersten Schweizer Knödel bekommen viel positive Resonanz. Die Medien berichten, das Telefon steht kaum mehr still. Der allgemeine Tenor: Knödel könnten der nächste Gastrotrend werden. Der Kopf hinter den Knödeln will aber mehr Nachhaltigkeit. Mir ist wichtig, dass der Knödel jetzt nicht nur einfach als Trend angeschaut wird, sondern dass er sich in den nächsten Jahren und Generationen fest etabliert in der helvetischen Esskultur. Und das sehe ich ein bisschen als meinen Auftrag, diese Esskultur ein bisschen zu revolutionieren mit dem Knödel. Wer ganz unverbindlich Schweizer Knödel probieren will, der hat diesen Frühling die Chance am ersten Schweizer Knödelfest in Richterswil. Auf Schweizer Genießer kommt definitiv Neues zugerollt. Wir rollen mit dieser Sendung jetzt auch weiter zu den News. Heute mit noch mehr Food Trends und einem Schweizer Luxushotel. Das Newsportal Watson widmet sich den Food Trends 2016. Groß im Kommen: die philippinische, malaiische, hawaiianische und peruanische Küche. Weitere Topseller: Regio Beef, Beluga-Linsen und Blumenkohl. Das ist das beste Hotel der Schweiz: der Zermatter Berg Lodge Sea Omnia. Das sagen zumindest die Bewertungen der Reiseplattform TripAdvisor. Weltweit liegt das 5-Sterne-Hotel damit auf Rang 19. Der Kreis Chai bei der Limmatstadt scheint zurzeit das Hauptquartier der angesagten Gastronomie zu sein. Die heutige Sendung hat dort angefangen und wir hören heute auch dort wieder auf.
Gerade mal 26 ist schon der Tobias Hösli. Der Trendkoch beweist, dass die vegane Küche nicht einfach nur ein vorübergehender Hype ist. An komfortabler Lage im Kreis 4 in Zürich liegt die Marktküche. Ein schmuckes Restaurant, das sich der veganen Küche verschrieben hat. Herr über die rund 50 Sitzplätze ist Tobias Hösli, Gastgeber und Küchenchef. Heute kocht der Newcomer der Kategorie Trend 2016 nur für uns. Wir probieren ein blaues Herdöpfelpüree bzw. eher einen Herdöpfelstampf zu machen. Dazu gibt es einen Steipelschü, geschmorten roten Chicorée und noch einen Steipelschü dazu. Dank solcher Kreationen erfreut sich die Marktküche großer Beliebtheit, obwohl das Lokal erst seit Sommer 2014 geöffnet hat. Vergleichsweise jung ist nicht nur das Lokal. Mit 26 weiß Tobias Hösli schon ganz genau, worauf er als Koch und Gastgeber Wert legt. Mir ist wichtig, dass der Gast, wenn er bei uns im Restaurant über die Türschwelle läuft, dass er sich an die Heimfühle kann abschalten vom Stress der Stadt, dass er einen schönen Service bekommt, auch einen sehr aufmerksamen Service, was auch nicht mehr zu selbstverständlich ist. Dann des Weiteren auch beim Essen, dass wir probieren, uns das Beste zu geben. Wir verwenden kein Fertigprodukt bei uns. Wir machen vom Brot bis zu der Pasta alles selber. Ehrliche Küche, saisonale Küche. Also keine Erdbeere im Dezember als Dessertgarnitur und kein Spargel im August. Das sind so ein bisschen die Pfeiler von unserer Philosophie. Genau. Seit mehreren Jahren isst und kocht Tobias Hösli ausschließlich vegan. Auch auf Fleischersatzprodukte verzichtet der Chef weitgehend. Keine Imitation, sondern eine kreative Küche. So ist es auch auf der Homepage nachzulesen. Unsere Küche zeichnet aus, dass wir nicht probieren, Fleisch zu imitieren, sondern wir probieren, mit dem, was uns die Saison hergibt, neue Kreationen zu kreieren, ohne dass einem etwas fehlt oder ohne dass man das Gefühl hat, es fehlt etwas auf dem Teller. Zum Beispiel alte Gemüse wieder entdecken, neue Kombinationen, neue Kreationen, Gerichte auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. So probieren wir unsere Gäste zu begeistern und ich glaube, es klappt meistens. Als zweites serviert er eine Terrine, selbstverständlich eine Eigenkreation. Was auch hier auffällt, die Liebe zum Detail. Wir haben hier unsere Topinambur Safran-Terrine. Die machen wir mit einem Blutorangenschaum, dann ganz klassisch Olivenöl und Balsamico-Reduktion dazu, ein bisschen schwarzes Salz und noch ein kleines Nusschutney dazu. Und das wäre es dann. Diese Liebe zum Detail gutieren auch die Kunden. Für den Gastgeber ist das der Lohn für unzählige Stunden hinter dem Herd und das Leben als Vollblutgastronom. Schlussendlich, wenn man am Abend um 10 Uhr oder so, wenn man den letzten Hauptgang geschickt hat, dann mal ins Restaurant führen geht und fragt, ob es gut war bei den Gästen. Und der Gast sagt, das ist alles hervorragend und glücklich ist. Und man merkt, dass es ehrlich gemeint ist. Und man vorher 16 Stunden in der Küche gestanden ist oder wenn man über den Tag 16 Stunden gearbeitet hat und es dann wieder gut ist, ich glaube, dann merkt man, dass man es richtig macht, wenn man es einfach gerne macht. Das klingt ein bisschen kitschig, aber ich mache es wirklich gerne. Und wir machen es gerne, es ist ein schönes Team, wir arbeiten auch gerne und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist man definitiv in der falschen Branche. Ja. Auch in der nächsten Sendung haben wir für Sie wieder spannende Amuse-Bouche für Auge, Hirn und Bauch bereit. Und Sie dürfen sich freuen, wir stellen Ihnen dann Überraschendes und richtig Exotisches aus der Gastronomie vor. Wir wünschen Ihnen viel Vorfreude, auf Wiedersehen miteinander.